Der Apostel Paulus hatte sehr, sehr viel Dreck am Stecken. Er hatte eine sehr unrühmliche Vergangenheit, obwohl er natürlich lange Zeit gedacht hat, er dient Gott und Gott ist mit ihm zufrieden und er dachte, er wäre wirklich ein super Gläubiger, bis ihm Jesus vor Damaskus begegnet ist, mit dieser Frage, warum verfolgst du mich? Und er plötzlich mit einem Schlag so eine innere Sicht bekam, obwohl er äußerlich erblindet war und plötzlich gemerkt hat, was habe ich alles getan? Was ist in meinem Leben passiert? Er war verantwortlich für den Tod von Hunderten, vielleicht sogar Tausenden. Er hat die Christen gehasst. Er hat wirklich radikal alles getan, damit diese Sekte ausgerottet wird. Und plötzlich erkennt er, das ist Schuld in meinem Leben. Und gleichzeitig begreift er die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes, von der er immer wieder spricht, dass Gott ihm diese Schuld vergeben hat. Er begreift die Kraft des Kreuzes, er begreift die Kraft des Neuanfangs und das hat ihn dann zu dem Paulus werden lassen, nachdem Saulus erkannt hat, wie er damals unterwegs gewesen ist. Und ihm war es immer wieder ein Anliegen, dass Christen Vergebung kennenlernen. Einmal die Vergebung von Gott her, deshalb war er Evangelist, dass Menschen sich zu Gott wenden und Vergebung ihrer Schuld bekommen. Aber gleichzeitig da, wo Menschen untereinander schuldig wurden, war es ihm ein Anliegen zu sagen, hey, klärt die Dinge. Und es gibt einen Bibelvers in Kolosser 3, Vers 13, der finde ich sehr, sehr wichtig. Er sagt zu den Christen dort, wenn ihr irgendetwas habt gegen einen anderen, vergebt einander und denkt immer daran, so wie Christus euch vergeben hat. Also so wie Christus mit euch umgegangen ist, so wie Christus mit euch, wie an euch gehandelt hat, wie barmherzig er mit euch umgegangen ist, so seid barmherzig miteinander und deshalb vergebt. Paulus wusste um die Kraft der Vergebung. Paulus wusste um die Kraft, die dahinter steckt, wenn Menschen wieder neu anfangen, auch auf der Beziehungsebene. Und Paulus hatte eine Menge Leute, denen er hätte was nachtragen können. Da war so viel Negatives, was Menschen ihm angetan haben. Während er im Gefängnis saß, haben sie ihm den Namen dreckig gemacht, in den Dreck gezogen. Sie haben, da waren Leute, die haben nur gepredigt, um Paulus zu schädigen. Also da waren ganz viele, denen Paulus auch hätte viel nachtragen können. Aber das hat er nicht gemacht. Sondern er hat das selber vorgelebt. Ich will nicht mehr an das denken, was zurück ist, sondern ich möchte nach vorne gehen. Das schreibt er in einem anderen Brief in Philipper 3. Und deshalb kommt das so von seinem Herzen. Freunde, wenn ihr etwas gegeneinander habt, achtet darauf, dass diese Wurzel der Bitterkeit nicht in euch aufwächst, dass die nicht in der Gemeinde rumwabert, weil Menschen sich untereinander die Schuld nicht vergeben, sondern tut es und denkt immer daran, hey, Gott hat damit angefangen. Gott ist den ersten Schritt gegangen. Gott hat die Welt mit sich versöhnt, als wir noch Sünder waren. Also all das, was wir so als Christen auch wissen. Und Paulus sagt, setzt das um in eurem eigenen Leben. Und damit möchte ich so ein bisschen diese Sache, Lebensstil der Vergebung, abrunden. Vielleicht kommt mir der ein oder andere Gedanke noch, aber jetzt möchte ich das erstmal so abrunden. Es ist unsere Verantwortung, es ist unsere Verpflichtung, aber das nicht so als ein Druck und moralische Zeigefinger, du musst das tun, sondern der Lebensstil der Vergebung bringt in dein Leben eine große, wunderbare Frucht. Dass es weitergeht, dass du beziehungsfähig wirst, dass du Dinge klären kannst, dass du Menschen wieder begegnen kannst, denen du vorher nicht begegnen konntest und. Und vor allen Dingen, dass du in Frieden wieder schlafen kannst. Das ist ein unglaublich großes Geschenk, dass du das nicht alles mit in die Nacht nehmen musst und dass du alles in der Nacht verarbeiten musst, was dir angetan ist. Vergebung ist wirklich ein Geschenk. Nicht leicht, wenn man es umsetzen muss, aber es ist ein Geschenk und die Frucht daraus ist segensreich, sehr ertragreich.
Nichts anderes wollte ich dir fürs Wochenende mitgeben. Wünsche dir ein gutes, gesegnetes, tolles Wochenende und dass du möglichst wenig Sachen brauchst, um zu vergeben, sondern dass du einfach ein schönes Wochenende erlebst. Und wenn du willst, sehen wir uns dann wieder am Montag. Am Montag sehen wir uns noch, aber dann am Mittwoch und am Freitag, sage ich jetzt schon eben, sind wir in Karlsruhe beim Willowkrieg Leitungskongress. Und deshalb wird es nur am Montag in der nächsten Woche sein. Und dann, ja, werde ich aber am Montag nochmal sagen. Wünsche dir eine gute Nacht und wünsche dir, ich wünsche dir einen guten Tag und dann ein gutes, gesegnetes Wochenende.